Yo, wunderschönen guten Tag, meine coolen Spritzer Chronicles hier am Start und yo Männer, heute werde ich euch auf jeden Fall mal das Inventar zeigen, was ich bis jetzt schon zusammengegambelt habe. Ich bin auch recht zufrieden, ja, es fehlt mir wirklich nur noch das übergeile, super leckere Mega-Messer. Ich würde mir am liebsten M9 Tiger Tooth holen, Karambit Tiger Tooth, Karambit Marble Fade, irgendwas in die Richtung, so in der Preisklasse. Also M9 Tiger Tooth hat es mir schon angetan, schaut auf jeden Fall sexy aus, aber wie auch immer, hier geht es jetzt auf jeden Fall erstmal darum, was ich bis jetzt schon ergambelt habe in den Videos, die ich mit euch gemacht habe. Und dann fangen wir mal an bei der ersten Waffe, die schon drin war, die USP Kill Confirm. Hat aktuell 60 Kills drauf, also damit treffe ich nicht allzu viel. Ist auf jeden Fall eine leckere Waffe, kann ich euch natürlich auch mal zeigen. Ist auf jeden Fall eine leckere Nummer, kostet knapp 70 Euro, ich glaube 68 Euro aktuell auf dem Markt. Ist auf jeden Fall lecker, finde ich ultra, ultra geil. Ist auch meine Lieblings-USP. Dann, was ist bei den Pistols noch interessant? Die hier finde ich auch ultra, ultra sick. Können wir uns auch mal angucken. Hier zwei fette Sticker drauf. Fnatic und Virtus Pro sind natürlich meine Lieblingsteams. Schreibt es mal ihr in die Kommentare, was euer Lieblingsteam ist. Die Waffe kostet, glaube ich, so 20 Euro um den Dreh rum. Ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingspistols. Allgemein die P250. Ist auf jeden Fall lecker. Was ist sonst noch? Hier, klar, die Deagle. Blau und rot. Und hier haben wir natürlich die Glock mit dem Spritzer drauf. Die hatte ich auch aus dem Trade-Up. Hier diese ganzen anderen Pistol-Skins. Die sind irgendwo mal bei einem Checkpoint mit dabei gewesen. Jetzt geht's weiter mit Heavy. Und Heavy ist ziemlich leer. Mit den Waffen spiele ich eigentlich nicht. Obwohl es jetzt auch mittlerweile die Nova Hyper Beast gibt, die echt lecker ist. Aber mit den Waffen spiele ich nicht. Deswegen vergamble ich die Skins, die ich da gewinne, auch instant wieder. MP9-Skin fehlt mir aktuell noch. Jupp, habe ich keinen drin. Habe ich wahrscheinlich auch wieder vergambelt. Hier haben wir auf jeden Fall MP7. Die spiele ich sowieso meistens. Haben wir eine leckere Nemesis. Sogar in Statcrack. Das ist wirklich einer der geilsten Skins, die es jemals in CSGO gab. Wirklich, wirklich fetter Skin. Gefällt mir richtig gut. Schaut aus wie so ein kleiner Transformer. Ist auf jeden Fall nice. Dann haben wir hier die UMP Grand Prix. Die spiele ich eigentlich auch fast nie. Natürlich die Pro 90 mit am Start hier, die Pro 90 Asimov. Richtig fettes Ding, habe ich auch aus dem Trade-Up. Haben wir auch 3 oder 4 Mal versucht, bis wir die endlich mal hatten. PB Bison ist auch nichts Tolles, brauchen wir auch nicht drüber berichten. Die Mac 10 Neon Rider war mal in irgendeinem Pot dabei. Die Nummer kostet, glaube ich, auch nur 20 Euro oder sowas. Ja. War irgendwann mal so ein ungewolltes Addon. Sieht aber auch fett aus, ist einer der fettesten Skins. Und die Mac 10 spiele ich sogar, ja. Also wenn wir die erste Runde als Terror gewonnen haben, dann in der zweiten Runde ist auf jeden Fall nice. Kriegst du immer schön 600 Geld, das ist lecker. Und jetzt gehen wir zum spannenden Teil, zu den Rifles. Da haben wir auf jeden Fall ein paar leckere Sachen mit dabei. Die Galle finde ich überfett. Die hatte ich auch mal in Souvenir. Ich habe die irgendwann mal in Souvenir gewonnen. Mit richtig geilen Stickern drauf. Habe sie leider wieder vergambelt. Tja, jetzt habe ich hier die hier. Ist auf jeden Fall richtig geil hier mit den Wölfen vorne drauf. Wir haben die AK Wasteland. Die habe ich... Wo habe ich die denn gewonnen, Alter? Ich glaube bei CSGO Double. Kann das sein? Die kostet inzwischen 150 Euro auf dem Markt. Damals, wo ich sie geholt habe, war die bei 102 Euro, 103 Euro. So im Dreh rum. Oder habe ich die getradet? Ich weiß gar nicht mehr, Alter. Puh, muss ich nachher auf jeden Fall mal nachgucken. Ist aber aktuell bei 150 Euro. Damals, als ich sie bekommen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie so um die 105 Euro war. Maximal 120, Alter. Ist gut gestiegen im Wert. War auf jeden Fall eine gute Anschaffung, sage ich mal. Hier, die Cyrex, die ist natürlich lecker. Autosniper spielt eh kein Mensch. Die AWP hier, die haben wir getradet. Die ist ultra, ultra lecker. Weil die ist ja so clean. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Da vorne ein bisschen abgemackt, so, aber scheiß drauf. Boah, ist das ein kleines Steam-Zeichen? Ich glaube, da vorne ist ein kleines Steam-Zeichen drin. Hyper Beast ist natürlich einer der coolsten Skins, meiner Meinung nach. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-AWP-Skin ist. Die Nummer kostet hier ungefähr 120 Euro, 125 Euro, so um den Dreh rum. Ist auf jeden Fall eine gute Play-AWP. Gehen wir weiter zur CT-Seite. Hier haben wir nichts Spezielles, die M4 Dragon King. Finde ich aber auch ultra geil, ja. Es gibt auch die M4 Asimov, die mir noch gefällt. Aber die ist halt einfach Preis-Leistung, finde ich da nicht gerechtfertigt. Die finde ich schon wirklich, wirklich sexy. Und das ist eine günstige Waffe. Kostet 20 Euro, in Stealth-Rack sogar. Richtig lecker. Rest wieder nicht wirklich erwähnenswert, obwohl die Scout finde ich eigentlich auch noch ganz nice, ja. Ja, die hat schon Zweck auf jeden Fall für den Blue Skin. Kostet auch noch 5 Euro. Und jetzt kommen wir zum Heiligen Kral. Was für Messer habe ich mir bis jetzt ergambelt? Wir haben hier, das sind alles Betting Knives, ja, braucht ihr nicht beachten. Das sind keine Play Knives, die werde ich nicht spielen. Wir haben hier als erstes, auf CSGO Wild war das damals, das Bionic Crimson Web bekommen. Die Playseite, wenn die kommt, hat auch einige Webs vorne drauf. Ist auf jeden Fall richtig lecker. Kostet so um die 200 Euro. Eventuell mit dem Pattern, das heißt hier mit den Netzen vorne dran, die ihr seht, sogar noch ein Ticken mehr. Hier ist ein schönes Netz, genau in der Mitte, das ist natürlich geil, vorne an der Spitze noch ein kleines. Und jetzt kommen wir zu meiner neuesten Errungenschaft, die habe ich erst gestern oder vorgestern im Video gezeigt. Und bam, da haben wir das Ding. Da kostet normalerweise 250 Euro, aber in der Fade-Stufe ist das auf jeden Fall mehr. Ja, ich glaube schon, dass das 300 Euro ist, 320, 330, das ist auf jeden Fall lecker Fade.
bis nach ganz oben. Ich kann auch mal im Vergleich eins einblenden, was weniger Fade hat. Dann seht ihr direkt den Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Habe ich auf CSGO Double gewonnen. Das ist bis jetzt ein Play Inventory. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch versuchen, ein fettes Messer zu holen. Eventuell auch beim 15k Special habe ich mir was Cooles überlegt, wo es mir auf jeden Fall, wo mir die linken Hoden flattern werden und euch die linken Hoden flattern werden. Könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Und ja, das ist aktuell das Loadout. Ich sage Spider-Man, haut rein und lasst einen Daumen nach oben da. Peace.